Hallo und wieder herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit S Plus, die zweite. Ich habe euch ja versprochen, dass ich die GANs und die Tools nochmal näher erläutere. Das werden wir auch heute tun. Und wir beginnen gleich einmal mit der altbekannten Demogan. Ich schätze mal, dass Sie alle kennen, aber der Vollständigkeit halber nehme ich sie trotzdem hinzu. Die Demogan kann, wie andere, zwei verschiedene Dinge. Sie kann aufheben und sie kann zerstören. Wir werden mal kurz das demonstrieren. Das sind normale Steinwände, die natürlich schon mit der Zeit abgelaufen sind. Wir heben sie auf, einmal hinzugefügt, was natürlich selbstverständlich auch mit S Plus funktioniert. Weiters mit der roten Funktion, Demolish, kann ich die Gegenstände zerstören von beiden und bekomme dementsprechend die eingestellte Ressourcen zurück. Als nächstes nehmen wir uns die S Plus Remote Gun vor. Wir haben hier wieder mit der rechten Maustaste zum Funktionen umschalten. Gibt es Activate Mode, Deactivate Mode und Door Mode. Einmal Türe auf und Türe zu und auch relativ weiten Entfernungen, was natürlich auch praktisch ist für schnell unter Wasser in den Hafen zu kommen, wenn man gejagt wird oder generell auch in die großen BM-Motore. Am Anfang sehr praktisch. Weiteres gibt es Activate Mode und Deactivate Mode. Gilt natürlich auch für die Umschalterei ist etwas nervig, gilt natürlich auch für Lichter. Für Fackeln können wir es gleich testen, muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nicht getestet. Ist auch ein S Plus, geht auch bei Fackeln. Bisschen knifflig, aber es sollte gehen. Hopp. Hallo? Wir haben hier jetzt die S Plus Repair Gun. Ich kann reparieren, auch auf Entfernung natürlich. Ich muss anscheinend hier nicht warten mit der Gun. So. Und das heißt, ich muss nicht extra auf ein Tier steigen, ja, um irgendeine Wand reparieren zu können. Die S Plus Pilator Gun. Rechte Maustaste ist Setting Safe, Setting Clear. Und linke Maustaste ist Längenverstellung zum Beispiel und Thickness. Ohne dass ich genau hingehen muss. Das mit der rechten Maustaste gespeicherte Setting übertrage ich auf den anderen Piller mit der linken Maustaste. Und nun haben wir die Transparenzigan. Funktioniert, wie ihr euch schon denken könnt, natürlich bei den Glasscheiben. Wir haben hier Setting Safe, Setting Cleared. Wenn ich jetzt reingehe, kann ich die Settings jederzeit verstellen. Aber natürlich nur die Transparenz. Und gehe ich hier jetzt auf zum Beispiel komplett zu, auf Update, dann und gehe hier auf Setting Saved, kann ich das genauso hier machen. Gehe ich hier wieder auf Setting Saved, kann ich das auch wieder rückgängig machen. Sehr praktisch, wenn man jetzt große Glashäuser baut. Und jetzt haben wir dazugehörig die S Plus Model Gun, den S Plus Model Selector. Und dieser Model Selector ist natürlich ähnlich wie das Transparenz-Tool. Man hat hier Index Set, Index Cleared mit rechter Maustaste wieder. Wenn ich auf Cleared drücke, kann ich die Seiten jetzt zum Beispiel verstellen und kann die natürlich dann auch abspeichern. Genauso Setting Index hier. Hier haben wir die Light Setter Gun. Die Light Setter Gun ist ein tolles Tool, also echt genial, nur ohne die Remote Gun für Höhen nicht ganz so richtig zu brauchen, weil man muss ja zuerst, dass man überhaupt sieht, was für ein Setting man eingestellt hat, die Lampen aktivieren. Das kann leider meines Wissens diese Gun nicht, zumindest habe ich nicht herausgefunden, wie es funktionieren könnte. Ich habe hier nur Settings Clear, Settings Safe und kann hier, wie auch bei den anderen, wenn ich gerade nah dran gehe und so reingehe, alle Einstellungen verstellen und updaten. Aber ich kann sie nicht einschalten. Daher, bitte, wenn beide Tools bauen, brauchen wir nur ein Stroh. Dann haben wir
eines der PvP beliebten Teile, die Turret Configurator. Habe hier ein paar aufgebaut und ich denke, das sind die ersten Turrets, die ich jemals aufgebaut habe, obwohl ich schon so viele Stunden spiele. Ich habe sie nie verwendet. Meine Verteidigungslinie waren immer unsere Tiere. Auch hier gilt Setting Copy, Setting Cleared. Setting Cleared könnt ihr dann mit linker Maustaste wieder die Einstellungen tätigen, wie ihr sie möchtet. Und auf Annehmen klicken. Setting Copied könnt ihr dann überall in die anderen Maschinen einfügen. Gilt bei alle. Die Command Gun, sie ist ein, ja, ich sag mal, teils zum Brauchen, ist jetzt kein Favorit von mir. Sie kann Wandern ein- und ausschalten und Follow ein- und ausschalten. Aber ja, man muss relativ nahe rangehen, wie man sieht. Also, wenn ich jetzt hierher gehe, ich kann Enable Following. Der Mode. Ich kann jetzt in Quetz von dieser Entfernung nicht followen lassen. Also das ist schon sehr knapp. Und hopp. Er muss... Hallo? Ja, mein Quetz haut gerade ab. Das wollte ich jetzt nicht. Peinlich, aber war mir haut gerade der Quetz ab. Ja, vielleicht. Kommt er ja wieder runter. Hopp. Also wie ihr seht, ist nicht gerade mein Favoritenteil, weil ich könnte ihn jetzt nicht mal mehr runterholen. Ich werde es dann mit einem anderen Tier machen. Wir haben jetzt ein etwas umfangreicheres Tool, nämlich den S Plus Inventory Assistant. Der ist eine sehr große Unterstützung, überhaupt beim Farmen. Das Menü dieses Tools ist relativ einfach. Links habt ihr alles, was S Plus im Normalfall ziehen kann. Und hier habt ihr Item to Drop. Das heißt, alles, was ihr hier reinstellt, zeigt in euren Inventar Wirkung. Wenn ihr irgendetwas reinstellt und nichts dazu tragt, also keine Zahl eingebt, die ihr behalten möchtet, schmeißt ihr das komplett raus. Ich habe jetzt eingegeben, ich möchte 500 Tintobeeren behalten und 500 Stroh, habe aber auch 1000 Fasern einstecken. Somit würde er jetzt nur 500 Tintobeeren und 500 Stroh rausschmeißen, weil ich Fasern hier nicht herinnen habe. Wieder mit rechter Maustaste das Preset speichern. Hier bei Waffen stellt ihr ein, welche Qualität ihr behalten oder wegschmeißen wollt. Oder ihr schaltet einfach auf keine, dann ignoriert ihr das. Ich schalte immer auf Primitiv, weil wenn man irgendwo farmen geht, man hat immer gleich Steinäxte oder so einen Müll einstecken, das schmeißt er dann einfach raus. Bei Rüstung ist es das gleiche, kann man auch alles einstellen und bei Sättel ist es auch das gleiche. Bei Skins, Rezepte und Munition kann man einfach nur Häkchen setzen. Diese Häkchen sind dafür da, dass er die ausgewählten Dinge rausschmeißt. Die nicht ausgewählt sind, lasst er im Inventar. Item Action heißt, wie sollen die Dinge entfernt werden aus eurem Inventar. Entweder per Drop oder sie werden zerstört. Meine Empfehlung ist halt immer Drop. Damit könnt ihr die Teile wieder aufheben, falls ihr ein falsches Preset aktiviert habt. Die Frequenz ist, wollt ihr es per Attacke oder per 60 Sekunden automatisch rausschmeißen. Ich nehme halt gerne Attacke, weil dann weiß ich, wann ich was rausschmeiße. When, also wann, heißt immer, das heißt, wenn ihr reitet oder wenn ihr zu Fuß farmt oder unterwegs seid, nur beim Reiten oder nur beim zu Fuß gehen. Rechte Maustaste ist Preset Saved. Ihr habt ihr 5 Slots, wo ihr das speichern könnt. Und linke Maustaste ist Preset Loaded. Das heißt, ihr ladet diese Einstellung, die wir hier jetzt gemacht haben. Schließen. Wir klicken jetzt, bevor wir das Tool wegstecken, auf die rechte Maustaste. Somit haben wir unten rechts ein Symbol und geben jetzt das Tool weg. Wie ihr seht, ich habe jetzt im Inventar Beeren, Stroh, Fasern, eine primitive Axt und Ghillie-Stiefel. Wenn das alles richtig eingestellt ist, sollten 500 Beeren übrig bleiben, 500 Stroh, 500 Fasern und die Stiefel. Werden wir jetzt gleich testen. Und wie ihr seht, es wird rausgeschmissen, aber halt ein bisschen verstreut. Sehen wir jetzt Inventar. 500, 500, 500 und die Ghillie-Stiefel.
Wir sitzen jetzt auf dem Trike und wollen jetzt zum Beispiel farmen. Jetzt habe ich auf dem zweiten Slot eingestellt, dass wir zum Beispiel nur beim Reiten sortieren. Wir behalten uns 500 Tintobeeren, zum Beispiel für Heilsäfte, Fasern und Stroh, Azulbeeren, Stimbeeren, Holz, Amabeeren, Neobeeren schmeißen wir raus. Wir wollen ja eigentlich nur Narkobeeren farmen. Gut, ich habe hier ein volles Trike. Samen schmeißen wir auch raus. Das habe ich alles jetzt deaktiviert und habe es auf dem zweiten Slot mit rechter Maustaste gespeichert. So, wir schließen das Ganze, drücken rechte Maustaste, somit ist dieses Preset aktiviert, stecken das weg und machen, ich zeige euch das hier, so, einmal linke Maustaste und wie ihr seht, es ist halt wieder was finden, dann nicht gerade einfach. Und ich habe nur mehr 500 Tintobeeren und Narkobeeren drinnen. Bitte nicht vergessen, auch das Inventory-Tool, bevor ihr es rauslegt, mit der rechten Maustaste abzuschalten, denn sonst habt ihr ein kleines Problem. Das Transfer-Tool hat die Eigenschaft, dass ich aus jedem Gegenstand ziehen und hinschieben kann. Um das Tool besser erklären zu können, bin ich etwas abseits geritten, damit nicht so viel in der Anzeige ist. Links haben wir alle Strukturen, die ihr in der Umgebung findet, und unser persönliches Inventar und das Inventar aller Dinos in der Umgebung, die uns gehören. Auch sind hier jetzt nur die Triceratopse. Im mittleren Feld haben wir nur Sachen stehen, die derzeit in der Nähe in irgendeinem Inventar zu finden sind. Das heißt Inventarstruktur oder Tier oder wir selbst oder auch herumliegende Container. In der rechten Spalte haben wir die Strukturen und die Tiere und das persönliche Inventar, wo wir es hinschieben wollen. Links wollen wir es rausziehen, Mitte bestimmen wir, was wir ziehen wollen und rechts schieben wir rein. Ich habe wieder ein paar vorbereitet. Wir haben Rechtsklick Preset Save, Linksklick Preset Laden, so wie beim anderen. Hier habe ich nur die Triceratopse mit Linksklick reingegeben. Geschoben sollen nur Narkobeeren werden und wieder auf die Triceratopse. Das hat den Zweck, mein Tier ist das Farmtier, es ist voller Narkobeeren und daher ist natürlich eine Gewichtsaufteilung notwendig. Wenn ich jetzt links klicke, mit linker Maustaste ist das 1er Preset aktiviert und dann klicke ich auf Transfer, somit werden 1000 entfernt und wieder 250 hinzugefügt, weil er das Ganze auf alle Triceratopse aufteilt. Somit ist das Gewicht gleichmäßig verteilt. Das zweite Preset habe ich so abgespeichert, dass alles aus den Triceratopsen in den Futtertrog geschoben wird. Was wir jetzt auch tun, somit ist der Transfer jetzt komplett im Futtertrog. Bitteschön. Im dritten Preset habe ich es so eingestellt, dass vom Futtertrog Narkobeeren gezogen werden, aber nur in meinen Triceratops und davon nur 100 Stück. Transfer. Damit haben wir 100 Narkobeeren, der Rest hat nichts gekriegt. Warum? Weil die beiden Felder da unten eingeben, wie viel gezogen werden soll und wohin wie viel gezogen werden soll, was, welches Tier inkludiert ist und welches Tier nicht inkludiert ist oder welcher Container. Man kann ja auch Gegenstände, Kästen und alles benennen. Wenn ich sage jetzt nur Futtertrog und ich will, habe den Futtertrog jetzt Fisch benannt, dann gebe ich Fisch ein und kriege es nur aus dem Futtertrog oder schicke es nur dort rein. Also hier ziehe ich raus und hier schiebe ich rein. Ich habe mir jetzt den Quetz geschnappt und wollte euch hier nur zeigen, wie weit man auch aus anderen Dingen ziehen kann in der Höhe, um sicher sein Inventar, falls man stirbt, zurückzuholen, ohne dass man landen muss zwischen 100 Rexen oder so. Ich hole mir jetzt aus dem Futtertrog die Narkobeeren raus und schwupps, sind sie in meinem Inventar. Wie ihr seht, oben in der Itemliste, man kann wirklich sehr viel holen. In der Itemliste ist nicht nur das angegeben, was S-Plus normalerweise ziehen kann, sondern alles, wirklich alles. Rezepte, medizinisches Gebräu, Knochenhelm, auch einen Sattel kann man normalerweise nicht ziehen, die Krallen des Terizinos kann man normal nicht ziehen, Dodorex-Maske kann man nicht ziehen. Nur wenn man auf Reparatur geht und der zieht es automatisch. Aber so im Normalfall ist es nicht in der Liste drin. Somit könnt ihr jederzeit euer verloren gegangenes Inventar zurückholen. Nun haben wir das Underwater-Tool.
Wofür brauchen wir dieses Tool? Für einen schönen Spaß, nämlich für eine Unterwasserbasis. Diese Gun ist dafür da, diese Module, die man auch unter Wasser verwenden kann, praktisch zu verändern. Wie ihr hier seht, bin ich in einem Unterwassercontainer und habe keine Sauerstoffanzeige. Das liegt daran, dass man diese Vakuum-Compartments als Unterwasserbasis benutzen kann und auch aneinander setzen kann. Dabei ist dieses Tool eine irrsinnige Hilfe. Man kann öffnen und schließen, man kann die Wände einfrieren, man kann die Wände sperren, dass man sie auch so nicht öffnen kann versehentlich. Man kann die Seiten wieder entsperren und man kann wieder öffnen. Und per Hand ganz einfach wieder schließen, dass man nicht lange, wenn man Panik bekommt, braucht zum Umschalten. Und in Nu ist die Unterwasserbasis fertig. Nun kommen wir zum letzten unserer Tools. Und da ich nicht gerne Tiere töte, aber es gibt zwei Tiere im Ark, die wahrscheinlich jeder von euch hasst, vor allem wenn sie Wildlebende sind. Und an diesen testen wir dieses Tool. Ich, die Johannes, darf ich vorstellen. Rechte Maustaste markiert ihr das Tier für den Tod. Und linke Maustaste tötet ihr das Tier. Somit sind wir schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bitte euch um ein kleines Feedback in den Kommentaren. Danke, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Automated Ark.